billig oder Feminismus, warum Teenager immer mehr Haut zeigen. Ich hab generell eine Meinung bei ihr. Ich finde viele von den Videos und Themen, die sie macht, cool. Aber teilweise waren auch Sachen dabei, die halt nicht so smart waren. Bei einem der letzten Videos, wo ich immer, ist ewig gleich, dass ich reflektiert habe, keine Ahnung, aber ja, whatever. Ich bin zurück aus meiner Mini-Sommerpause mit leichter Erkältung und nur einer Softbox, weil sich die Lampe der anderen gerade entschieden hat, in meiner Hand zu platzen und ein kleines blutiges Massaker zu veranstalten. Aber das soll uns nicht abhalten. Nur als Info für euch, warum das Video heute so einen mystischen Touch hat. Mir fehlt einfach ein Teil der Beleuchtung. In meinem Umfeld wird aktuell wieder ein Thema diskutiert, was lange in der Versenkung verschwunden ist. Kleiderordnungen an Schulen oder Unis. Da war ein richtig langer Post, deswegen vor ein paar Tagen, den der Standard gemacht hat, wo irgendwie in dem Post thematisiert wurde, dass Leute fordern, dass sich Schülerinnen nicht leicht kleiden, weil dann ja die Männer sich nicht unter Kontrolle halten können. Also ich soll den Scheiß nochmal lesen, Alter. Wer das schreibt, Alter, dem gehören wirklich die Hände entfernt, operativ. In den letzten Wochen, vermutlich wegen der starken Hitze, größtenteils wegen Tanktops. Das ist das. Genau den Artikel habe ich gelesen. Bildungsdirektor kritisiert Elternbrief zu freizügiger Kleidung. Genau das habe ich gelesen. Crop-Tops oder tiefen Ausschnitten. Letzteres vor allem bei Mädels, die von Lehrern kritisiert werden. Aber auch schon vor ein paar Monaten gab es vermehrt Diskussionen um das Tragen von Jogginghosen im Schulunterricht. Da kommt jetzt ein Artikel von der FPÖ, weil die wollen Jogginghosen verbieten. So geriet im März diesen Jahres eine Schule aus Wermelskirchen in die Schlagzeilen, weil sie ein Jogginghosenverbot verhängte und Schüler, die aus ihrer Sicht nachlässig angezogen waren, nach Hause schickte. Mich hat es irgendwie stutzig gemacht, dass das Thema aktuell wieder so viel aufkommt, weil mir in letzter Zeit, in den letzten Monaten, auch was aufgefallen ist. Ich muss sagen, wenn ich mich in größeren Städten befinde, sehe ich auffallend viele junge Menschen, die eben beschriebene Kleidung tragen. Also beispielsweise Jogginghose und Crop Top. Also ein Oberteil, bei dem sehr viel Bauch zu sehen ist und manchmal auch noch zusätzlich Dekolleté. Na gut. Ich würde mal ganz hart darauf guessen, dass das daran liegen könnte, dass es draußen warm ist und dass es einfach gerade der Trend ist in der Mode. Kann sein, dass es jetzt nur ein persönlicher Eindruck ist. Ihr könnt ja mal gerne sagen, wie ihr das erlebt. Aber zumindest, was die Diskussionen um Kleiderordnungen an Schulen betrifft, scheint es aktuell in Teilen von Deutschland ein verstärktes Thema zu sein. Und es sind übrigens 3 Threads aus Österreich. Nennt mich ruhig alt, aber ich habe den Eindruck, in meiner Generation war es nicht üblich, sich in diesem jungen Alter so freizügig zu kleiden. Und das ist jetzt... Das könnte ein fetter L-Tag von ihr sein jetzt, holy shit. Jetzt erstmal überhaupt nicht wertend gemeint. Jetzt höre ich schon die ersten sagen, Alicia, das ist wahrscheinlich einfach die Mode. Nicht ganz, also zu meiner Schulzeit ist Paris Hilton ungefähr so rumgelaufen. Und trotzdem hat an meiner Schule niemand solche Outfits gerockt. Ich möchte mir also in diesem Video... An unserer Schule übrigens schon, möchte ich anmerken. 2 Fragen stellen. Erstens, was könnten die Gründe dafür sein, dass sich Schüler meiner Beobachtung nach heutzutage legerer und eben auch freizügiger kleiden? Und ist das ein negativer oder vielleicht sogar ein positiver Trend? Und zweitens, wie wäre es, wenn wir diesen Trend einfach überhaupt nicht bewerten, weil es nicht in der Position eines Individuums ist, die Kleidungsstile von anderen Leuten zu bewerten. Lass die Leute anziehen, was sie möchten. Danke. Braucht es Kleiderordnungen an Schulen im 21. Jahrhundert? Macht das Sinn? Und bevor wir in das Thema Trends der heutigen Generation eintauchen, kommen wir noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Es geht für plötzlich hoffentlich inspirierend erzählen. Mit Katos kann ich ihr über den Trend. Warum ziehen sich junge Menschen freizügiger an? Meiner Meinung nach ist es ein Cocktail aus ganz vielen Aspekten. Zum einen wäre da natürlich das Offensichtlichste die Mode. Wer bei Modeketten vorbeischaut, die bei Teenagern beliebt sind, findet allerlei Mode, die so... Bro, sie sagt, wer bei Modeketten vorbeischaut, die bei Teenagern beliebt sind und nimmt das Beispiel Brandy Melville. Oh. Ja, hallo? Ah ja, 2017 hat angerufen. Die möchten ihre Modetrends zurückhaben. Also. So, ja, an die Kleidung der Ende 90er, Anfang 2000. Subdued, was ist das? Auch noch nie gehört.
Hosen da erinnert. Die ist halt irgendwie gerade wieder im Trend. In der Mode wiederholt sich ja quasi alles. Also ich würde eher darauf gambeln, dass der Großteil der jungen Leute heutzutage sehr, sehr viel Online-Shopping betreibt. Und das splittet sich in zwei Lager. Der erste Teil macht Online-Shopping und scheißt auf Ökonomie. Die bestellen bei Shein, bestellen bei Zalando, bestellen bei About You, bestellen bei Asos. Und zwar die Sachen, die dort im Trend angezeigt werden und die man bei Stars sieht und dort günstiger nachshoppen kann. Und das zweite sind die Leute, die eher auf die Ökologie achten, auf das Klima achten und auf die Nachhaltigkeit achten. Und die gehen in Secondhand-Shops. Und da gibt es extrem viele und da sind natürlich auch alte Teile dabei, die eben zum Beispiel diesen Kleidungsstil aus den 90ern widerspiegeln. Zum Beispiel Low-Waist-Jeans sind jetzt wieder im Trend. Warum? Weil es in Hollywood angefangen hat und weil extrem viele Vintage-Low-Waist-Jeans einfach auch jetzt gerade wieder zu kaufen sind und auch gleichzeitig das von den ganzen Designern hergestellt wird, weil die natürlich die Mode der Stars rekrutieren wollen. Alle 20, 30 Jahre. Und ich bin hier absolut nicht der Experte, also wenn ihr die übelsten Fashionistas seid, don't judge me. Aber die Bro, ich höre mich triggert dieses Video gerade immens. Was heißt don't judge me? Dann red halt nicht zu sowas. Sie macht ein Video über dieses Thema, wo sie ihre Meinung preisgibt und sagt, don't judge me, wenn ihr euch besser auskennt. What the fuck? Was ist das denn, hä? Kunden der Generation Z, wie Olivia Rodrigo oder Bella Hadid, kleiden sich selbst... Also Bella Hadid ist nicht Gen Z. Ähnlich freizügig, wie man es eben ja, bei den Jugendlichen teilweise auf der Straße beobachtet. Ich rede hier wie so eine alte Oma, die Jugend von heute. Aber ich glaube, selbst wir Millennials oder ältere Generationen sind ja so ein bisschen von diesen Modetrends auch beeinflusst. Gleichzeitig, und das ist auch interessant, gibt es aber auch eine andere Bewegung. Ich finde, das sieht man bei ja, so Leuten wie Billie Eilish. Da gibt es Vorbilder... Oh no. Also wenn sie jetzt als Beispiel Billie Eilish bringt, dass sie Oversized-Kleidung trägt, dann falle ich aber komplett weg, wirklich. Weil der Grund, warum Billie Eilish Oversized-Kleidung trägt, ist, weil sie in Hollywood von alten Säcken sexualisiert wurde, als sie 16 war. Und deswegen trägt sie Oversized-Kleidung, damit sie nicht sexualisiert wird in einem Minderjährigkeitsbereich. Das hat sie selber in einem Interview gesagt. Das ist der Grund, warum sie das trägt. Damit die Leute nicht wissen, hat sie kleine oder große Titten. Hat sie einen dicken Arsch oder einen flachen Arsch. Hat sie einen Bauch oder nicht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, ja. Ich weiß. Aber das ist halt literally der Grund, warum sie das macht. Und seit sie, keine Ahnung, was da bei ihr gekracht hat, mit diesem Ende 30-Jährigen zusammen ist, hat sich das halt so in Luft aufgelöst. Und die trägt jetzt keine Oversized-Sachen mehr. Oder weniger, ja. Also, wenn ihr mal das Instagram von Billie Eilish anschaut jetzt. Ich kann das genau zeigen, warte. Und zwar gab es da einfach so eine Phase, wo man das perfekt sehen kann. Wenn wir da weiter runtergehen. Ich glaube, die postet aber sehr viel auf Instagram, deswegen werde ich da sehr, sehr weit runtergehen müssen. Aber das ist so der Kleidungsstil, was ich meinte, wie Billie Eilish sich lange gekleidet hat, ja. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Ich glaube, so pre-Covid sieht man das noch besser. Wo man halt ganz klar sieht, was so ihr Modestil war. So, ich glaube, jetzt müssen wir bald da sein. Und jetzt kommen da die ganzen Vogue-Sachen, Happier Than Ever. Davor war das nämlich. So, und das ist der Punkt, wo es gekracht hat. Diese Vogue-Fotos, dieses Shooting, ist so der Moment gewesen, wo Billie ihr komplettes Image gechanged hat. Übrigens, wer das auch schon mal gemacht hat, für die Leute, die schon länger ein bisschen im Musik- und Hollywood-Game drin sind, Justin Bieber. Justin Bieber ist vom Milchbubi ganz schnell zu dem voll tätowierten Bad Boy geworden. 110% Image Change. So, schauen wir hier die Billie Eilish vor dem Vogue, okay? Komplett oversized. Man erkennt gar keine Körperformen. Komplett oversized. Man erkennt gar keine Körperformen. Aber so, seht ihr, es ist nichts Körperbetontes. Immer wenn man sie sieht, sieht man ihren Körper nicht. Versteht ihr, was ich meine? Der ist immer komplett versteckt. Da sieht man es ein bisschen, ja? Aber versteht ihr, was ich meine? Egal in was für eine Richtung. Kein Körper. Okay? Oversized, alles oversized. Und je weiter ihr runtergeht, desto mehr wird das. Je weiter man runtergeht, desto krasser sind die ganzen oversized Sachen. Und halt nach dem Vogue-Ding, wenn wir nochmal drauf gehen, das war hier, sieht man jetzt halt den Unterschied, ja? Sie zeigt auf einmal Beine, hat Dekolleté an, ja? Das ist wieder so dieses, der ältere Stil so in die Richtung, ja? Aber auch solche Geschichten, ja? So, die hat eine 110% Imagewendung gemacht einfach. Weiter oben sieht man es noch krasser. Sowas hätte Billie niemals früher gepostet oder angezogen, weißt du? 110% Image-Change. Und ich weiß nicht, sie wird das jetzt hoffentlich nicht das Beispiel bringen,
Weil dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das Video weiterschauen möchte. Der Jugend, die sich sehr, sehr leger und gemütlich kleiden. Also Billie Eilish hat es quasi legitimiert, dass man auf einem Red Carpet in Jogginghose stehen kann und niemand irgendwie ein komisches Gesicht macht. Hauptsache... Wie kann man so geisteskrank in ein Messer ranlaufen? Das ist unglaublich. Bequem und oversized. Sogenannte Parachute Pants, aka Fallschirmhosen, sind aktuell zum Beispiel auch voll das Ding. Und die erinnern ja auch ein wenig an Jogginghosen, obwohl sie jetzt nicht aus Jogginghosenstoff sind. Und da diese... Jogginghosenstoff? Bro, Cargo Pants, Track Pants, das ist seit fucking 5 Jahren Mode. Ich weiß nicht, so, das tragen doch Leute schon so lange. Das ist kein Trend, der jetzt kommt. Es ist jetzt im Mainstream. Ja, so weit und baggy sind, machen die sich eben auch sehr gut mit körperbetonten und knappen Oberteilen. Außerdem ist es dann obenrum nicht so warm. Hier sehe ich nämlich den zweiten Grund für freizügigere und gemütlichere Kleidung. Übrigens, wenn man das Thema Wärme mit einbezieht, falls es schon mal so eine Parachute Pants oder einfach eine Track Pants oder sonstige Sachen aus dem Stoff anhattet, dann wisst ihr, dass die Scheiße gar nicht so warm ist. Dadurch, dass die so locker fitten, ist es sehr luftig und angenehm. Und man kann die durchaus bei höheren Temperaturen auch tragen. Und das klingt deutlich, deutlich besser als Jeans. Total banal, aber ja, es wird immer wärmer. Wir haben immer wieder die heißesten Tage, die heißesten Sommer, Sommer auf Sommer, Klimawandel, vielen Dank. Also ja, da hat sie recht, aber das hat absolut nichts damit zu tun, wie sich die Leute anziehen. Also da kannst du wirklich... Also das ist halt... Und ja, ich muss auch sagen, wenn ich bei 30 Grad in einem stickigen Klassenraum sitzen würde, der vielleicht nicht richtig gelüftet wird und auch noch in irgendeinem Neubau ist, der sich total aufheizt, dann würde ich wahrscheinlich auch mich so luftig anziehen, wie es nur geht. Weil man sich ja... Ja, natürlich. Und was genau machen Leute in Klimagebieten, in denen es fast rund ums Jahr 30 Grad hat? Was machen Leute bei tropischen Temperaturen? Laufen die seit 1960 etwa in Parachute Pants und Crop Tops rum? Hä? Was? Und der Call mit den Neubauten triggert mich auch, weil die meisten Schulen auf der Welt, beziehungsweise zumindest in Europa, die meisten, ja, sind keine Neubauten. Das ist das erste Mal, ja. Und das zweite, Neubauten heizen sich nicht schneller auf als Altbauten. Ich habe so gerade einen Frosch im Hals, der mich wirklich auf alles schlagen lässt, was sie argumentiert, weil es einfach Schwachsinn ist. Ja, bei so einer Hitze in bequemer Kleidung einfach wohler fühlt. Und apropos bequem, der dritte Grund für knappere und gemütlichere Kleidung bei beiden Geschlechtern könnte auch am Aufweichen von Geschlechterstereotypen liegen. Heutzutage musst du als Mädchen, zum Glück, nicht mehr mit Rock und Zöpfen zur Schule. Das ist das Erste, wo sie vielleicht ein bisschen recht hat. Weil, also es stimmt schon, das sind aber auch vor allem Leute verantwortlich dafür, wie, also ich würde sagen, Harry Styles ist so ein Role Model zum Beispiel. Das ist der Erste, der mir jetzt dafür einfallen würde. Der es halt einfach aufzeigt, für die Gesellschaft normalisiert, dass du dich als Mann auch mit einem Crop-Top oder mit einer bunten Hose oder so nach draußen trauen kannst. Solche Sachen, ja. Das war etwas, was aber zum Beispiel in den 70ern, glaube ich, zu dieser Disco-Zeit, schon gang und gäbe war. Da sind die Männer halt mit offenen Hemden und Hotpants rumgelaufen, teilweise, ja. So richtig kurzen Jeans-Shorts. Also das gab es schon durchaus, ja. Aber jetzt in der Neuzeit würde ich sagen, dass zum Beispiel jemand wie Harry Styles ein ganz klares Role Model dafür ist, wie eine maskuline Männlichkeit auch aussehen kann. Schule. Im Gegenteil, ich würde mal fast behaupten, selbst wenn du dich als Mädchen am Kleiderschrank deines Bruders bedienst und mit diesen Klamotten in die Schule gehst, dann würde es niemandem großartig auffallen, weil ja, sich Mode für Männer und Frauen doch tendenziell annähert. Ich persönlich finde diesen Trend super. Also ich finde das toll, wenn jeder sich so kleiden kann, wie er möchte. Und das fördert ja auch irgendwie Individualität. Und außerdem bedeutet das für mich, dass sexistische Denkweisen so ein wenig nach und nach ausgerottet werden. Ich erkläre es mal an einem Beispiel.
Würde man meinen, aber leider gibt es von den jungen Leuten immer noch genug Idioten, die von ihren Eltern in Richtung FPÖ gedrillt werden und ähnliches und dementsprechend dann diese Meinungen nicht vertreten. Denn ich weiß auch, wenn ich halt solche Sachen poste, wie zum Beispiel auf Instagram irgendeine Story über die Pride oder warum die Pride wichtig ist, so in die Richtung, dass halt irgendwelche 14, 15, 16-jährige Idioten darauf antworten und halt irgendeinen Scheiß dazu schreiben. Also diese Leute gibt es genauso noch. Ich glaube halt einfach, dass es halt wichtig ist, dass man es nicht für die normalisiert, diese Meinung zu vertreten. Das ist das Wichtige an sich. Und das sollte auch im Rahmen sein, denke ich, dass man das schafft. Aber halt gerade jetzt ist es halt so, dass Leute mit extremeren Meinungen sich nicht mehr davor scheuen, diese auszudrücken. Also sprich, es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die eine Meinung haben, die halt sehr rechtsextrem ist, rassistisch ist, sexistisch ist oder homophob ist. Und sie scheuen sich nicht mehr, die zu sagen. Das ist so ein Phänomen, was ich das Gefühl habe, was seit Covid extrem gesteigert wurde, weil es für Leute halt normal war, extreme gegengesetzte Meinungen zu haben. Und diese Leute, die oftmals jung sind, können nicht dazwischen unterscheiden, warum, also es ist A eine Scheißaussage, wenn du sagst, ich lasse mich nicht impfen, weil die Impfung bringt mich ja um, ich lasse das nicht machen mit mir und ihr lasst euch ja alle impfen, ihr Schafe, ja. Ich habe vor 3 Jahren zu der ganzen Covid-Scheiße, habe ich schon gesagt, diese Leute, die diese Meinung vertreten, und so ungebildet, so leid es mir tut, das zu sagen, sind Leute, die halt dann auf Demonstrationen gehen, die es in Wien auch jede Woche gab, wo halt einfach auch Neonazis hingehen. Und diese Neonazis werden natürlich alles dafür tun, die Leute, die sowieso eine gemeinsame Meinung, auch wenn es jetzt nichts mit der Politik zu tun hat an sich vielleicht, im ersten Schritt, so haben, werden die alles tun, sich mit denen noch mehr zu solidarisieren, um mehr Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass jetzt seit 3 Jahren oder so sich die Leute, die anfangs nur die Meinung hatten, oh, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen will, ich bin mir so unsicher, ob das nicht gefährlich ist, langsam aber sicher, wenn die blöd genug waren und lange genug in Kontakt mit denen waren, sich einfach in solche Meinungen gebildet haben und sagen, ey, ojo, der hat eigentlich recht, wenn der sagt, die Politik hat da verkackt. Die haben da reingeschissen mit dem Impfen, die verpesten, die verhauen unser Geld und jetzt nehmen die Flüchtlinge auf. Jetzt habe ich aber keine Möglichkeit hier zu arbeiten, weil die Flüchtlinge, die nehmen jetzt ja meinen Arbeitsplatz, die Ausländer. Und es wird ihnen so einfach nur in den Weg gelegt. Das sind Leute, die haben noch keine Meinung gebildet, die haben noch kein politisches Weltbild vielleicht, weil sie sich auch gar nicht damit befassen. Und die ersten Berührungspunkte, die sie haben, dank Covid, sind dann halt leider halt Neonazis teilweise. Und die legen denen dann halt ihr idealistisches Weltbild vor Füßen. Und die wenigsten sind, glaube ich, die, und da habe ich schon so viel drüber gehört, da gibt es auch ein gutes Buch von Christoph Weisgerber, heißt er, glaube ich. Der war einer der Gründer von einer der Neonazi-Parteien in Deutschland, Anfang 2000, und war extrem lange in diesen Kreisen, bis er dann dort raus ist, weil er halt selbst gemerkt hat, scheiße, ich bin ein Nazi, und hat darüber ein Buch geschrieben. Von dem habe ich mal einen Vortrag gehört, das ist ziemlich, ziemlich interessant, weil das ist so ein low-key und subtle Brainwashing, das da betrieben wird, nicht nur bei den Nazis, aber das ist halt das Paradebeispiel. Die schaffen es halt, Leuten ihre Meinung ganz unterbewusst, langsam, immer in Teilen zuzuschieben. Und wenn du halt nicht hinterfragst, dann denkst du, dass das halt legit ist. Dann denkst du, das ist eine gute Meinung. Mit der Person verstehe ich mich gut, das ist eine gute Meinung. Das ist übrigens derselbe Grund, psychologisch bedingt, warum Leute zum Beispiel mit Andrew Tate sympathisieren. Weil der halt Meinungen raushaut, die viele junge Männer betreffen, aber sie dann halt so verpackt, wie sie eigentlich nicht zu vertreten sind. Und das heißt, er nähert die Leute an sich an, indem man mit ihnen und ihren Problemen sympathisiert und sagt, ich war auch dort, aber schau, wo ich jetzt bin. Und das ganze Extreme, was danach kommt, das blenden die einfach aus. Das ist das Problem. Und das hat viel damit zu tun, ob du halt emotional und geistig diese Reife hast oder nicht. Und ob du einfach Leute in deinem Umfeld hast, die dir halt zeigen können, warum das halt Arsch ist, so zu denken. So an sich, ja. Und ich habe überhaupt komplett vergessen, warum ich das gerade alles erzählt habe. Und außerdem bedeutet das für mich, dass sexistische Denkweisen so, ja, genau, ein wenig nach und nach ausgerottet werden. Ich erkläre es mal an einem Beispiel. Schön wär's, aber nein, werden sie nicht. Also wenn man als Teenager-Mädchen vor 60 Jahren mit einem bauchfreien Top in die Schule gegangen wäre, dann hätte das sofort etwas Anrüchiges gehabt, weil es eben überhaupt nicht normal gewesen wäre. Ja, du, vor 60 Jahren hat die Frau auch zu Hause schön kochen dürfen, hat sich für Fortpflanzungszwecke flachlegen lassen und durfte nicht arbeiten und nicht wählen. War doch chillig. Und wenn der Mann gut drauf war, hat er sich auch noch vermöbelt. Gute Zeiten, oder? Da ziehen wir super, super geilen Vergleich auf heute, oder?
wäre und diese nackten Körperstellen, also zum Beispiel Schultern und Bauch der Frau, etwas sehr Intimes dargestellt hätten, weil Frauen eben generell angehalten wurden, sich bedeckter zu kleiden. Das hat verschiedene... Vor 60 Jahren durften in Amerika übrigens in öffentlichen Verkehrsmitteln schwarze und dunkelhäutige, also weiße und dunkelhäutige Personen nicht im selben Waggon sich aufhalten. Nur mal so, damit wir die Referenz hier ziehen, ja, in was für Zeitalter wir hier schwadronieren. Gründe, kulturelle, auch religiöse, also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in Spanien, was ja noch sehr katholisch ist, zum Beispiel mal, weiß ich nicht, im Urlaub oder so in eine Kirche geht, wenn ihr da als Frau einen Spaghetti-Top anhabt oder wenn ihr eine Hose anhabt, die nicht bis zu euren Knien geht, dann werdet ihr da rausgeschickt. Und diese Tabuisierung in einer Gesellschaft von der nackten Haut der Frau, was jetzt wirklich nicht, es sind ja keine sehr intimen Stellen, sondern es sind einfach nur nackte Schultern oder ein nackter Bauch, führt meines Erachtens dazu, dass ja diese Körperstellen auch gleichzeitig irgendwie sexualisiert werden. Also es wird ja zu was Intimem, das man nur irgendwie den Leuten in seinem engsten Kreis zeigt. Und jetzt schlage ich nochmal die Brücke zum Anfang. Es ist etwas völlig Normales geworden, wenn Frauen bei 30 Grad auf der Straße einen Top tragen. Genauso wie es etwas Normales ist, wenn Männer das tun. Und dass junge Mädchen in einer Schulklasse sitzen können, in einem Spaghetti-Träger-Top, ohne alle Blicke auf sich zu ziehen, zeigt für mich eigentlich, dass wir diese sexistischen Denkweisen in großen Teilen überwunden haben. Das ist leider nicht wahr, aber was der grobe Vorteil ist, ist, glaube ich, dass Leute in Generationen wie, keine Ahnung, meiner schon, also vielleicht ein bisschen älter, ja, also jemand, der jetzt so Pi mal Daumen 25 bis 35 ist, ja, wenn die früh Kinder bekommen haben mit 20 und die haben ein politisch eher linksorientiertes Weltbild, also setzen sich für Gleichberechtigung ein, setzen sich für Frauen ein, für Feminismus, für LGBTQIA+, haben vielleicht auch ein gesundes Wissen über Politik und sind nicht weltfremd, also sprich, sie verlassen ihr Land und lassen sich auf andere Kulturen und so weiter ein. Wenn die dann Kinder bekommen und das Kind mit ihrem Weltbild erziehen, dass Heterosexualität nicht die Norm sein muss, dass Gleichberechtigung ein Ding ist, dass Feminismus ein Ding ist und so weiter und so fort, dann gehen diese Kinder mit einem komplett anderen Weltbild als die vor 30 Jahren in die Schule. Weil vor 30 Jahren hatte der Vater noch erzählt, die Frau muss zu Hause kochen, die Frau muss putzen und der Mann geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause. Und wenn der Vater was sagt, dann ist das Gesetz, dann hast du darauf zu hören. Und ja, das sind halt einfach diese Elternrollen, die man von vor 30 Jahren gewohnt ist. Und wenn du halt mit dem Bild damals in die Schule gegangen bist, dann hast du halt Frauen, auch wenn es dann in dem Fall deine Klassenkameradinnen sind, in einem komplett anderen Bild und Licht gesehen, als das heutzutage der Fall ist. Das ist aber leider nicht ein, wir sind hier gewesen und wir sind jetzt hier, sondern das ist ein, wir sind hier gewesen und wir sind jetzt vielleicht irgendwo hier. Da ist noch ein long way to go, damit das alle checken. Eben, ja. Haut nicht mehr tabuisiert wird, nicht mehr so stark sexualisiert wird und ja, dass wir uns da irgendwie auf einem guten Weg befinden. Oder auch nicht. Ich weiß, es ist kompliziert. Jetzt kommen wir zum vierten Grund für knappere Kleidung, den ich sehe. Und zwar eine Übersexualisierung der Frau durch Social-Media-Apps. Also klingt erstmal nach genau dem Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube aber nicht, dass sich diese beiden Trends gegenseitig ausschließen, sondern eher befeuern und eine Konsequenz aus dem anderen sind. Wenn wir uns nämlich tanzende Frauen auf TikTok ansehen, dann sind diese öfter mal ein wenig freizügig, wenn nicht sogar sehr freizügig gekleidet. Was kein Wunder ist, weil es eben gerade beim anderen Geschlecht deutlich besser ankommt. Sorry, ich habe gerade kurz vergessen, dass wir... That's all. Thank you for coming. Yeah. Also für alle, die das jetzt total schockiert, literally jeder achte Website-Aufruf. Ich glaube, das Lustige an der Stelle ist, dass InScope diese Skits gemacht hat, weil er sich darüber lustig macht, übrigens. Also der hat nicht irgendwie gegeiert, sondern der hat sich darüber lustig gemacht. Also hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Aufruf von Deutschen im Internet ist ein Aufruf von einer Pornoseite. Offensichtlich kommt nackte Haut gut an. Und wenn wir uns jetzt ein wenig mit sozialen... Könnte auch vielleicht dann liegen, dass generell Seiten wie Pornhub unter den Top 10 meistbesuchten Seiten in Deutschland liegen. Maybe.
Medien auskennen, dann wissen wir, Social Media Plattformen tun alles, um euch möglichst lange auf ihren eigenen Apps zu halten. Also wird alles, was gut ankommt, vom Algorithmus gepusht. Und was gepusht wird, wird von anderen Nutzern nachgemacht, die ja sich auch ein wenig Klicks, Aufmerksamkeit oder was auch immer erhoffen. Und so werden die Ausschnitte tiefer und die Röcke knapper. Ist jetzt auch nicht nur ein komisches Hirngespinst von mir. Ich habe auch schon mal in einem anderen Video eine Studie erwähnt, die ja auch auf sowas hingedeutet hat. Auch wenn sie nicht riesengroß Okay, das Spannende wäre halt... Warum kam danach nichts mehr davon? Die haben in diesem Artikel dann drin geschrieben, man kann sich selber diese Browser-Extension runterladen, um praktisch das zu sehen. Aber irgendwie kommt kein Follow-up davon. Weil er was gegoogelt hat. Aber es klingt anscheinend nicht schlecht, die Studie. Angelegt war, deutet sie zumindest ziemlich stark darauf hin, dass der Instagram-Algorithmus Postings mit nackter Haut bei Frauen und bei Männern deutlich bevorzugt. Das ist meiner Ansicht nach der negative Aspekt des Trends, wenn es darum geht, dass Teenager freizügiger werden. Bis zu dem Punkt, wo Körper normalisiert werden, entsexualisiert werden, bin ich voll am Start. Wenn Männer freie Schultern tragen dürfen, sollten Frauen auch freie Schultern tragen dürfen, ohne schief angeschaut zu werden. Wenn aber Teenager vermutlich stark unterbewusst durch Plattformen, durch Trends, durch Vorbilder dazu gedrängt werden, sich freizügiger zu kleiden. Also es wird niemand gedrängt und wenn, dann war das früher auch schon so mit der Bravo oder dem Playboy oder was weiß ich, was alles in die Richtung. Nur damals haben sich Frauen das nicht getraut, weil sie Angst hatten, dass ihre Männer sie dann einfach vermöbeln. Ja? Das ist halt an einem anderen Punkt, wo eine Independent Woman sich anziehen kann, wie sie möchte. Und das ist zu respektieren, weil an Schultern und an Bauch und allem Möglichen ist absolut nichts sexualisiert. Kleiden, um zu gefallen, dann finde ich das scheiße. Und da spreche ich auch über Vorbilder, die wir hier in Deutschland haben. Also zum Beispiel eine Shirin David oder eine Katja Krasavitz ermutigen ihre Fans regelmäßig entweder... Ja, aber das ist... Halt schon lange ihr Image. Direkt oder indirekt. Sich doch gern... Stichwort Michaela Schäfer oder sonst wer. Ja, genau das Gleiche. Knapper zu kleiden und sexueller zu geben. Alles unter dem Deckmantel des Feminismus, der weiblichen Befreiung durch die Sexualisierung vom Mann, indem man sich jetzt einfach selbst sexualisiert. Aber ich sage es nochmal und ich werde es immer wieder sagen. Wenn... Holy shit, was war das für ein fucking L-Take? Also, Alicia, wirklich mittelalterliche Wahrnehmung. Wenn deine Befreiung deinem vermeintlichen Unterdrücker gefällt, dann ist es keine Befreiung. Was meine ich damit? Wenn du dich... Boah, das macht mich sauer. Wenn deine eigene Befreiung deinem vermeintlichen Unterdrücker gefällt, ist es keine Befreiung. Jesus fuck. Dich als Frau der Pornobranche anbietest, dich selbst. Ja, wir reden aber nicht von der fucking Pornobranche. Wir reden gerade davon, ob es okay ist, in einem Crop-Top und Parachute-Hosen rumzulaufen. Das hat nichts damit zu tun, einen OnlyFans-Account zu erstellen. Und hat auch nichts mit Teenagerinnen zu tun, die vielleicht mit 14, 15, 16 oder so sich anziehen wie ihre favorite TikTokerin. Das hat nichts damit zu tun. Das sind zwei komplett verschiedene Themen. Und ja, es ist scheiße, dass das ist halt, keine Ahnung, also es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Und das ist halt scheiße, ja. So, ich sag mal ganz einfach von der Meinung her, es ist vollkommen okay und legitim, dass es Frauen gibt, und nicht nur Frauen, die OnlyFans machen und auch die Pornos machen. Und Sexworker sind nicht zu schämen dafür, was sie tun. Aber ganz einfach, um das Ganze in eine Schachtel zu packen, es sollte von Haus aus einfach keine Sexwork geben. So dass die, die heutzutage darin tätig sind und arbeiten, nicht geschämt werden wollen, ist ja vollkommen legitim. Und es ist auch nicht zu schämen und nichts Schlechtes dran, wenn irgendjemand einen OnlyFans-Account hat. Aber es sollte das in der Gesellschaft einfach nicht geben. Weil es keinen positiven Aspekt davon gibt, dass Sexwork ein Thing ist.
Und früher war es halt so, dass der Großteil der Leute, die halt zu sowas tendiert haben, das halt gemacht haben, weil sie keine andere Möglichkeit mehr hatten, um zu überleben. Die mussten halt irgendwie Geld zu verdienen, ja. Heutzutage kannst du dir einen OnlyFans-Account und alles Mögliche in Minuten erstellen und kannst dann dort damit Geld machen. Und dieser easy level of access to everyone ist problematisch. Aber das hat nichts damit, also ja, keine Ahnung. Sexualisierst, damit Geld verdienst und andere ermutigst, das auch zu tun, dann nimmst du Sexualisierung nicht von Frauen weg, dann wird dieses Gefälle nicht kleiner. Nein, du verstärkst es. Nur halt eben aus einer anderen Ecke. Will ich damit sagen, dass Frauen sich einfach hoch zugeknöpft anziehen müssen, damit sie nicht mehr sexualisiert werden? Willst du hoffentlich nicht sagen, weil das eine Thema hat immer noch nichts mit dem anderen zu tun. Also wie gesagt, es hat überhaupt keinen Zusammenhang, ob sich jetzt irgendwelche Teenagerinnen in der Schule mit einem Spaghetti-Top oder Crop-Top oder sonst was dort reingehen, ja? Aber das hat absolut nichts damit zu tun, dass erwachsene Frauen einen OnlyFans-Account betreiben. Wirklich absolut nichts hat das damit zu tun. Nein, überhaupt nicht. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Die Lösung ist meiner Meinung nach eine Normalisierung von Haut. Eine Normalisierung von Körpern. Das heißt... Warum gebe ich mir 13 Minuten Scheiße, nur damit sie das dann sagt, was ich ihr die ganze Zeit wiedergebe? Heißt, natürlich kannst du als Frau Bikini-Bilder posten und dich freizügig kleiden. Bitte tu das auch mit einem Selbstverständnis. Aber es macht eben einen Unterschied und ich glaube, das wird immer wieder vergessen bei dieser Debatte, ob man das einfach so tut oder ob man das macht und dabei in die Kamera twerkt, sehr hochsexualisierte Posen einnimmt und das eigene OnlyFans bewirbt. Das ist ein sehr starker Unterschied. Und hat nach wie vor nichts mit Teenager zu tun. Meiner Ansicht nach. Das eine normalisiert, das andere sexualisiert. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden bei dieser Bewegung und ich bisschen bin die Einzige, die so denkt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und leider bist du nicht die Einzige, die das nicht verstanden hat und auch leider nicht die Einzige, die so denkt. Deshalb kümmern wir uns jetzt einfach mal um die zweite. Brauchen wir Kleiderordnungen an Schulen? Vielleicht sogar um Teenager? Also um das kurz nochmal auszuführen, dieses ganze Thema, ja. Es ist, glaube ich, bekannt, und falls ihr das nicht wisst, dann lest euch ein bisschen dazu an, dass ein Großteil der Pornoindustrie in Dunkelziffern und in Hintertüren stattfindet und dort alles andere als legal ist. Da gibt es extrem viele Dokumentationen drüber und auch andere Studien und allem möglichen drum und dran, dass ein sehr, 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 sehr großer Teil der Pornoindustrie, vor allem der professionellen Pornoindustrie, nicht consensual abläuft, dass die Frauen mehr oder weniger dazu gedrängt werden, eventuell sogar unter Drogen gesetzt werden. Und das Problem ist, dass halt Plattformen wie Pornhub sowas unterstützen, weil sie halt auch solche Sachen dann teilweise halt ehren, weil die Producer denen sagen, nein, nein, war eh alles fein. Ja. Und OnlyFans macht diesen Entry in diese ganze Welt jetzt so einfach, human und normal. Und das ist das Problem. Weil es wird vollkommen normalisiert, dass wenn du 18, 19 bist, du dir mal, wenn du ein bisschen Geld brauchst im Studium, einen OnlyFans-Account holst. Und einfach ein bisschen Bilder von dir verkaufst. Musst du nicht mal nackt machen. Du kannst am Anfang einfach nur Fußbilder verkaufen oder kannst am Anfang ja nur Fotoshootings in Unterwäsche machen. Das Problem ist, die werden halt tagtäglich Leute schreiben, und das sind meistens irgendwelche widerlichen alten Männer, die halt mehr wollen, die mehr sehen wollen. Und die werden dir anbieten, am Anfang 200 Euro dafür, dass du ihnen ein personalisiertes Foto schickst. Dann vielleicht 500 Euro dafür, dass du denen ein getragenes Höschen schickst oder so. Und das geht halt immer weiter. Und wie bereits erwähnt, wenn du halt 18, 19 bist, du vielleicht gerade keinen Job hast, sondern studieren anfängst oder halt generell irgendwie Geldnot hast, dann denkst du dir, ja, was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn ich jetzt für 1000 Euro dem ein Nacktbild von mir schicke? Und auf einmal bist du von dem Punkt, ich will nur ein bisschen Taschengeld nebenbei verdienen und verkaufe einfach Fußbilder von mir oder halt in Unterwäsche auf OnlyFans, zu tatsächlicher Pornografie gegangen. Das ist dann kein Lewd mehr, sondern das ist Nude. Und das ist so dieser Entry, ist heutzutage so unfassbar einfach und seicht, dass du das nicht mal bemerkst und einfach zum Sexworker, zur Sexworkerin wirst, ohne dass das tatsächlich deine Intention war. Und ich will nicht sagen, so, ja, der nächste Step ist dann Pornografie und dann Drogen und du wirst verkauft und so, aber solange halt dieser Entry so oberflächlich und leicht und in der Gesellschaft anerkannt ist, wird diese Unterwelt der ganzen Pornoindustrie nach wie vor bestehen, und wahrscheinlich sogar schlimmer werden. Und das ist halt das große Problem davon.
vor sich selbst zu schützen? Meine eindeutige Antwort ist, jein. Um euch erstmal etwas persönlichen Background von mir zu geben. An meiner Schule gab es, das betraf sowas wie Jogginghosen, aber auch zu knappe Kleidung, bauchfrei, zu kurze Hosen, Spaghettiträger, man sieht den BH. Lass mich raten, sie war in einem christlich-katholischen Gymnasium. Und so weiter. Und es kam auch vor, dass Personen, die sich nicht dran gehalten haben, so ein schönes XXL-T-Shirt der Schule bekommen haben, was sie dann irgendwie den restlichen Tag drüber ziehen mussten. Aber das habe ich in meiner Schullaufbahn einmal oder vielleicht zweimal mitbekommen. Ich habe euch auch mal gefragt auf Instagram, wie das bei euch so war. Auf Instagram mache ich gerne solche Umfragen. Also wenn ihr für eine Umfrage für die nächsten Videos dabei sein wollt, folgt mir gerne dort. Auf die Frage, ob es an der eigenen Schule eine Kleiderordnung gab oder gibt, haben ganze 81% mit Nein geantwortet, was ich viel fand. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob sie offenlegen kann, wer ihre Zielgruppe ist. Also ich dachte irgendwie, das wäre ein häufigeres Ding, dass man da zumindest Regeln hat. Ganze 57%, also hier über 14.000 Personen, haben schon mal erlebt, dass jemand aufgrund falscher Kleidung von einem Lehrer zurechtgewiesen wurde. Und da würde mich jetzt interessieren, wie viele von diesen 57%, die hier Ja gedrückt haben, den Fall beobachtet haben, wo ein junges Mädchen von einem alten männlichen Lehrer darauf hingewiesen wurde, dass sie sich gefälligst einen BH anziehen soll, kein bauchfreies Top tragen soll und kein Spaghetti-Top tragen soll oder vielleicht eben sich nicht zu übermäßig schminken soll und so weiter und so fort. Weil ich garantiere euch, von diesen 57%, die da Ja gesagt haben, von diesen 14.015 Stimmen, die das gemacht haben, sind mindestens 99% genau solche Fälle. Und diese 1% sind irgendeine alte Karen, die sich drüber abfuckt, weil Ahmed eine Jogginghose im Chemieunterricht getragen hat. So. Das sind die selteneren Fälle, aber das kam vor. Das war bei uns in der Schule auch zum Beispiel ein Ding. Aber ich garantiere euch, der Großteil dieser Fälle ist eben genau das, dass ein männlicher, älterer Lehrer sich darüber beschwert, dass er seine Triebe und seine fucking Zelt in der Hose nicht im Griff hat, wenn ein 14-jähriges Mädchen Schultern zeigt. Und das ist das eigentliche Problem. Ich habe dann auch mal offen gefragt, was es denn war und eure Antworten haben mich teilweise wirklich überrascht. Also natürlich waren auch hier so Sachen wie knappe Kleidung bei Männern und Frauen. Bauchfrei und zu kurze Hose bei einer Siebtklässlerin. Bro, ich schwöre, ich schaue in die Zukunft. Dabei, ne, Spaghetti-Träger, man sieht den BH, zu kurze Hosen, bauchfrei. Bei Männern waren es tendenziell eher immer so Jogginghosen oder ja, zu legere Kleidung, Tanktops im Unterhemdstil und sowas. Aber auch so Sachen. Was ist Spaghetti-Träger? Das sind so Tops mit so ganz, ganz dünnen Trägern bei der Schulter. Sachen wie Cappies und Mützen im Unterricht. Christlich-katholisch lässt grüßen. Man nimmt die Kappe auf, denn sonst hast du keinen Respekt vor Gott. Was mich auch total überrascht hat, war Kleidung mit Symbolen, die an manchen Schulen irgendwie nicht ging. Also zum Beispiel, wenn da ein Hanfblatt drauf war oder Dope drauf stand. Naja, was denkst du? Dann wurden die Schüler zurechtgewiesen. Ein Highlight fand ich auch, hat jemand geschrieben, dass bei einer Frau ein T-Shirt getragen wurde mit so Herzen auf Höhe der Brüste bzw. auf Höhe der Nippel. Und das wurde als zu anrüchig befunden. Aber auch Flipflops und so Slipper-Sandalen wurden genannt, dass das von einigen Lehrern kritisiert wurde. Ein großes Streit. Fällt euch langsam ein Muster auf, Chat? Fällt euch ein Muster auf? Nackte Füße, Spaghetti-Tops, bauchfrei, Sticker auf Höhe der Nippel. Könnte es sein, dass die Person, die Kritik ausgeübt hat an den noch minderjährigen Schülerinnen, vielleicht Herbert, 46 ist? Könnte das sein? Zweitthema an vielen Schulen sind auch zerrissene Hosen oder halbdurchsichtige Oberteile. Und ein paar wenige haben auch gesagt, dass sowas wie Piercings oder die bunte Haarfarbe kritisiert. Bro, ich habe alles davon aufgezählt. Ja, Salame. Wurde. Insgesamt waren die für ihre Kleidung kritisierten Personen unter meinen Followern deutlich häufiger weiblich. Also gerade dieses zu freizügig Ding scheint halt irgendwie ein Ding zu sein. Und ich habe euch dann anschließend auch mal gefragt, was ihr denn von Kleiderordnungen haltet. 39% sagten, das bräuchte es heute überhaupt nicht mehr. 46% finden gut, wenn es eher Richtlinien sind und 15% meinen, Kleiderordnungen sollten ruhig gemacht und auch streng beachtet werden. Ganz kurz, bevor wir weiter aufs Thema gehen, ich sehe ein paar Chatfragen, die jetzt spannend sind.
Herbert46 wird von seiner Frau seit 3 Jahren nicht mehr berührt und deswegen abonniert er dann den OnlyFans-Account seiner Schülerinnen und fragt nach komischen Bildern. Das ist die Zielgruppe, Freunde. Irgendwie kann ich das mit der Kopfbedeckung verstehen, hat bei mir aber nichts mit Respekt vor Gott zu tun, sondern Respekt vorm Lehrer. Erklär mir mal, versuch mir wirklich mal schlüssig zu erklären, die Aufforderung geht generell an alle Leute im Chat, wenn ihr das könnt. Warum ist es in euren Augen ein Zeichen von Respekt, wenn man seine Kopfbedeckung abnimmt? Warum ist das für euch ein Zeichen von Respekt? Das würde mich interessieren. Was hältst du von unseren Schuluniformen? Müll. Absoluter Mist. Schwachsinn. Ja, und dann habe ich halt auch mir mal die Frage gestellt, wie ich das sehe. Also machen Kleiderordnungen meiner Meinung nach Sinn? Ich muss sagen, ich habe mich da erstmal total an Details aufgehängt. Also wie genau soll denn bitte eine Kleiderordnung sein, damit man sie halt auch ganz genau umsetzen kann. Wie misst man die Länge von einem Rock, der nicht okay ist? Also Personen sind ja unterschiedlich groß. Manche sagen... Sozusagen, dass ich als Lehrer während meines FSJ Mittelschülerinnen gesehen habe, deren Hosen so kurz waren, dass man einen halben Arsch gesehen hat. Und ich finde das schon übertrieben, aber meistens sind es ja banale Sachen. Also habe ich noch nie irgendwie gehört, dass es das gab bisher. Und meine Freundin studiert gerade im Masterlehramt und hat gerade erst ihre 2 Praktika gemacht in verschiedenen Schulen. Und da war das nirgends ein Issue. Ich war vor einem Jahr im TGM in einem Matura-Jahrgang bei so einem Workshop, wo es um Cybermobbing ging. Und da war das auch absolut kein Problem. Also ich sage euch ganz klar, was ist halt Kultursache, wenn ich von draußen wo reinkomme, ziehe ich die Kappe vom Kopf, genauso wie die Schuhe daheim. Genau, das ist Kultursache. Und unsere Kultur ist von was geprägt? Wir sind alle, was? Römkat. Ja? Christlich, meine Freunde. Und die Sache mit Kopfbedeckung abnehmen, wenn man irgendwo reingeht, kommt tatsächlich aus dem römisch-katholischen, aus dem christlichen, dass du, wenn du das Haus Gottes betrittst, was in einem Fall die Kirche sein könnte, deine Kopfbedeckung abnimmst aus Respekt vor Gott. Aber das Haus Gottes ist, wie es die Sternsinger so schön an die Tür schreiben, auch eines jeden Zuhauses. Denn der Herr kehrt überall dort ein, wo man ist, wo man ihn willkommen heißt. Versteht ihr? Und deswegen ist Kopfbedeckung abnehmen einfach ein rein religiöser Punkt, der in unserer Gesellschaft, genauso wie viele andere Fucked-up-Sachen, die uns die Kirche aufgebeutelt hat, einfach nur etwas, was wir als Tradition angelernt bekommen haben. Aber Kopftuch und irgendeine Kappe sind ja 2 Paar Schuhe. Ja und nein. Aus modischen Aspekten, oder weil du sagst, deine Haare sehen scheiße aus, eine Kappe zu tragen, trag sie. Aus religiösen Aspekten eine Kappe zu tragen, ist genauso dumm, wie sie aus religiösen Aspekten abzunehmen, meiner Meinung nach. Okay, dann muss man halt irgendwie die Arme nach unten ausstrecken und wenn der Rock kürzer ist als da, wo die Finger enden, dann ist er zu kurz. Aber ganz ehrlich, es gibt auch Menschen mit kurzen Armen. Sind Jogginghosen verboten? Okay, aber was ist dann mit Leggings? Oder noch ein größeres Dilemma mit Jeggings? Sind kleine Löcher in der Hose okay? Aber wenn dann richtig zerrissene Hosen nicht okay sind, wo ist die flächenmäßige Grenze? Wie viel Prozent Loch darf eine Hose haben? Außerdem, auch ein wichtiger Punkt, Schüler sollten meiner Meinung nach aus religiösen Gründen Kopfbedeckungen tragen dürfen. Aber ja, warum verbietet man dann Mützen? Sind Mützen erlaubt, wenn die Schüler irgendeiner Indie-Religion mit 37 Mitgliedern anhängen, bei denen Mützen zur Kleiderordnung gehören? Das klingt für mich einfach alles ziemlich nach Abwägungssache. Universelle Regeln sind eigentlich gar nicht so richtig einführbar und im Einzelfall ist es wahrscheinlich dann immer eine Ermessensentscheidung des jeweiligen Lehrers. Also... Nein, weil der verfickte Lehrer nicht drüber zu entscheiden hat, wie sich Leute kleiden. Bro, was ist mit ihr? Das ist ein scheiß Lehrer. Sein Job ist zu unterrichten und nicht Leute darauf hinzuweisen, dass sie sich nicht richtig anziehen. Nieder mit Kleiderordnungen. Naja, aber dann habe ich nochmal das Bigger Picture betrachtet. Und ich glaube, wir alle, oder zumindest die meisten von uns, sind sich einig, dass man sich jetzt nicht in Nietenoberteil, Hotpants und Strapsen in den Unterricht setzt. Egal ob als... Also laut ihr darf man solche Sachen nicht anziehen. Nietenoberteile. Die Emo-Zeit lässt übrigens grüßen. Okay. Was darf man noch nicht anziehen? Hotpants. Aber was ist, wenn es heiß ist? Dass man da kurze Jeans tragen darf oder nicht? War bei uns in der Schule voll normal. Und ja, wir waren ja bei dem Thema Strapse, aber was ist halt mit sowas? Wo hört die Grenze auf? Was Overknees sind und was Strapse sind? Das sind LLLL, Alter.
Eins nach dem anderen. Mann oder als Frau. Also muss es ja doch irgendwie zumindest Richtlinien geben. Vielleicht keine super strikten. Das wäre übrigens, ja, wie soll ich sagen, auch rechtlich gar nicht durchsetzbar. Also ich habe mir einige Artikel dazu durchgelesen, da haben sich auch schon einige Anwälte geäußert. Rechtlich kann man so eine Kleiderordnung auch gar nicht wirklich durchsetzen als Das ist übrigens der Punkt, weil was die Chat geschrieben hat, der Lehrer muss die Regeln der Schule durchsetzen. Wenn er das macht, liegt er dann im Unrecht. Ganz einfach, weil es gesetzlich nicht erlaubt ist. Schule, for your information an der Stelle. Aber die Schulen sollen ja auch gewissermaßen aufs Arbeitsleben vorbereiten. Und ja, das hat meiner Ansicht nach nichts mit veralteten Denkweisen zu tun, wenn du irgendwann in einem Job arbeitest, wo Kunden dir vertrauen müssen, dann musst du dich vertrauenswürdig kleiden. Und es ist egal, ob das ein Bankberater ist. Ja, es hat aber absolut nichts mit der Schule zu tun, sondern mit der eigenen Reife und der Jobwahl, die man danach angeht. Wirklich, das ist ein Matter. Ob das eine Person in einem Marketing ist von der Firma, wo ja meistens die Kleiderordnungen doch auch deutlich legerer sind, aber auch die können sie nicht anziehen, wie sie wollen. Oder ob das ein Chefarzt ist. Also ich glaube, keiner von uns möchte im OP sein und dann kommt der Chirurg in einem bauchfreien Tanktop rein und sagt... Oh. Kriegst eh nichts mit, bist eh knocked out. Anästhesie, weg, tschüss, Papa. Kriegt man doch nicht mit, alles easy. Ja klar, ich meine, die haben ja eine sterile Kleidung zu tragen. Was der anhat, ist mir scheißegal, der kann mich von mir aus in einem Clownskostüm operieren. Juckt mich doch nicht, wenn ich der fucking dead knockout bin, hä? Wirklich. Was soll das bitte bedeuten? Egal, was ich damals in der Schule getragen habe, hat es keinen Einfluss, was ich in der Arbeit anziehe? Ja? Weil du in der Schule in der Pubertät bist und deinen Kleidungsstil erst findest. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeine einzige Person in eurem Freundeskreis kennt oder in einem Bekanntenkreis, die sich nach wie vor so anzieht wie in der Schule, wenn man Mitte 20 ist. Ich glaube nicht, oder? Hier würde mich deine Meinung interessieren. Es gibt auch Schülerinnen, die von daheim aus nicht freizügig rumlaufen dürfen, es aber heimlich in der Schule tun. Wie findest du es, wenn der Lehrer die Eltern dann informiert, wenn er mitbekommt, dass die Schülerin es heimlich tut? Also ich weiß nicht, in welchem Kontext der Lehrer eine so enge Beziehung mit einer Schülerin haben sollte, dass sie ihm erzählt, ich darf mich zu Hause nicht freizügig, dieses Wort ist absolut Müll meiner Meinung nach, anzieht, deswegen mache ich es in der Schule. So, wie soll der Lehrer darauf kommen, dass sie das heimlich tut, als Beispiel? Insgesamt denke ich, ist es einfach schwer, Vorurteile loszuwerden. Ja, das auf jeden Fall. Ich werde jemanden in Jogginghose und Cap schwerer ernst nehmen, als jemand, der gescheit angezogen ist. Ja, aber das sind halt einfach nur gesellschaftliche Bilder. Das ist alles. Das ist dein gesellschaftliches Bild und deine Wahrnehmung von dem, wie du von deinen Eltern und von deinem Umfeld erzogen wurdest, wie die Gesellschaft auszusehen und zu funktionieren hat. Das ist alles. Das sind alles systematische Vorurteile der Gesellschaft. Ich ziehe mich noch immer an wie in der 7. Klasse. Darf zwar keine kurzen Hosen mehr tragen, aber sonst immer jeden Tag Jeans und ein Plain T-Shirt. Ja, ich meine, wenn es in deinem Job geht, sicher. Aber Leute, die in der Schule die ganze Zeit Jogginghose tragen und dann später Jus studieren, werden obviously ihren Kleidungsstil ändern, weil es halt in der Branche genormt ist. Eh klar. Aber es hat absolut nichts damit zu tun. Also, keine Ahnung, was sie damit impliziert, ist irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn du in der Schule halt dich freizügig anziehst, mit einem Rock und einem Crop-Top oder so in die Richtung, ja, dann findest du keinen Job oder was? Was ist das für eine Schlussfolgerung? Sorry, aber wir sind nicht im Mittelalter, hä? Ich habe mal was gehört, dass man was gesehen hat, dass sie andere Kleidung im Rucksack dabei hatte und sich morgens immer auf der Toilette umgezogen hat. Ja, das ist halt absurd weit hergeholt, finde ich. Also, keine Ahnung, das ist keine Argumentationsgrundlage. Da oben habe ich auch noch gelesen, was ist, wenn es eine Schuluniform gibt? Sage ich einfach nein und komme ohne jeden Tag. Das ist gesellschaftlich halt dann die Frage, ob du dich dem beugst und einfach sagst, ja, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt an, auch wenn ich es nicht will. Oder du dich auflehnst. Und dann halt damit rechnest und leben musst, dass du halt extrem viel Gegenwind von Leuten bekommst, die halt dieses veraltete System stützen und die Denkweise davon stützen. Und halt dementsprechend auch mit diesem System Druck auf dich ausüben. Weil Lehrer, Lehrerinnen, Direktoren, alle möglichen, sind alle in der Position, dass sie auf Minderjährige einen richtig krassen psychischen Druck ausüben können. Und das wird sehr oft missbraucht. War bei mir in der Schule auch so. Und das geht in jeglicher Hinsicht. Da geht es nicht darum, dass du irgendeinem Schüler reindrückst, du bist ein Vollidiot, du bist faul, aus dir wird nie was werden, zieh dich gescheit an, zieh dich nicht so nuttig an, zieh dich nicht so an, dass ich davon sexuell erregt werde, bis hin zu, mach das, was ich dir sage, sonst wirst du keinen Job bekommen, sonst kriegst du schlechte Noten, sonst fliegst du raus. Das ist ein allbekanntes Problem im Schulsystem
Und dabei sind Uniformen das aller geringste Problem. Heute ist es 30 Grad, ich operiere sie heute so. Und jetzt nochmal Disclaimer, klar, ich weiß, Kinder sind Kinder und nicht jeder arbeitet. Heute ist es 30 Grad, ich operiere sie heute so, ist übrigens gut, weil OPs sind belüftet, Klassenzimmer nicht. Kein guter Vergleich. Später in irgendeinem Beruf, wo das notwendig ist. Aber es ist eben auch eine Art Erziehungsmaßnahme. Man muss auch immer bedenken, manche Kinder bekommen vielleicht Werte überhaupt nicht vermittelt zu Hause und dann bekommen sie diese vielleicht in der Schule vermittelt. Muss man deswegen ultra streng sein? Meiner Ansicht nach nicht. Also ich finde es völlig legitim, wenn, keine Ahnung, man mit einer Parachute-Hose und einem Spaghetti-Träger-Top im Unterricht sitzt. Und ich denke, in dem Maße ist auch Kleidung etwas, wo sich an der Schule niemand einzumischen hat. Also wenn da irgendein Lehrer sagt, oh, das lenkt aber... Bro, die hat jetzt 20 Minuten lang einen L-Tag nach dem anderen geschoben, nur damit sie am Ende sagt, ist eh alles Schwachsinn. Wo sind wir hier? Jungs, ab. Ganz ehrlich, get your shit together. Wenn man sich nicht im Griff hat, weil ein 13-jähriges Mädchen im Unterricht einen Spaghetti-Träger-Top trägt, danke, bei 30 Grad, dann sollte man vielleicht sich ändern und nicht die Schulkleiderordnung. Aber, und das... Warum dauert das 20 Minuten, dass sie das sagt? Ich verstehe es nicht. Das ist jetzt ein wichtiger letzter Punkt pro Kleiderrichtlinie. Ich weiß nicht, was ihre Meinung oder ihre Message hinter diesem Video ist. Ich verstehe nicht, was ihr Standing und ihre Aussage sein soll. Das ist so ein nahtloser Haufen Scheiße einfach. Das ist unglaublich. Man muss sich an der Stelle auch mal in die Position von männlichen Lehrern reinversetzen. Und man muss diesen Punkt einräumen, finde ich. Und auch da, ich weiß, Leute, es gibt Arschlochlehrer, es gibt wirklich, ich habe das auch mitbekommen, diese Lehrer, die wirklich irgendwie so penetrant eklig sind und Frauen extra in den Ausschnitt schauen. Also davon reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt einfach nur von diesen Dilemmen, die da entstehen können. Welche Dilemma? Sind wir ganz ehrlich, auch ich als Frau, wenn ich einen tiefen Ausschnitt sehe. Von welchen Dilemmen sprechen wir? Hallo? Was ist das? Trägertop trägt bei 30 Grad, dann sollte man vielleicht sich ändern. Und nicht die Schulkleiderordnung. Aber, und das ist jetzt ein wichtiger letzter Punkt pro Kleiderrichtlinien, man muss sich an der Stelle auch mal in die Position von männlichen Lehrern reinversetzen. Und man muss diesen Punkt einräumen, finde ich. Und auch da, ich... Was für einen Punkt? Sag dem... Weiß, Leute, es gibt Arschlochlehrer, es gibt wirklich, ich habe das auch mitbekommen, diese Lehrer, die wirklich irgendwie so penetrant eklig sind und Frauen extra in den Ausschnitt schauen, also davon reden wir jetzt nicht, wir reden jetzt einfach nur von diesen Dilemmen, die da entstehen können. Sind wir ganz ehrlich, auch ich als Frau, wenn ich einen tiefen Ausschnitt sehe oder auch wenn ich eine knallenge Leggings sehe oder eine ganz knappe Hotpants, dann schaue ich da irgendwann vielleicht mal hin, weil das sind einfach Sachen, die fallen einem auf. Die fallen ins Auge und ich bin nicht sexuell angezogen von Frauen, aber wenn eine Frau mit einem super weiten Ausschnitt vor mir steht, dann schaue ich bestimmt irgendwann auch mal ins Dekolleté. Und ja, aber es ist doch ein Riesenunterschied, ob du einfach mal so aus Versehen hinschaust und dann denkst, oh, warum schaue ich da hin? Nicht gut. Anstatt penetrant drauf zu starren, es vielleicht zu kommentieren, anzukreiden oder sogar zu sexualisieren und auszunutzen. Bro, what the fuck? Die hat vor 5 Minuten, also vor 5 Minuten im Video, halbe Stunde wahrscheinlich bei mir her, hat sie drüber geredet, dass man Haut normalisieren sollte und jetzt droppt sie das? Was ist das denn, hä? Bro, what the fuck? Sei es nur im Affekt und aus Versehen. Einfach weil das Auge kurz hängen bleibt, wenn man, keine Ahnung, sich umdreht und zack und dann... Ja, natürlich passiert das. Und ich hab eine Freundin und natürlich passiert mir das trotzdem, dass ich bei anderen Menschen auch mal irgendwie auf die Zonen schaue, wo ich mir denke, oh, das sollte ich vielleicht nicht tun. Das passiert halt einfach aus Versehen, aber musst du daraus irgendwas ziehen oder machen? Hä, what the fuck? Das ist so... Also, das ist so ein banales Argument. Hat man kurz hingeguckt. Wenn sich jetzt jüngere Schülerinnen, aber auch Schüler sehr freizügig kleiden und einem erwachsenen Lehrer, der überhaupt nicht die Intention hatte, da hinzuschauen, passiert das aber, dann ist es für alle beteiligten Parteien irgendwie scheiße. Für den Schüler oder die Schülerin, die sich auf eine Art und Weise vielleicht belästigt fühlt. Also, dass du dich belästigt fühlen musst, dann muss das ja schon auf einem fucking krassen Punkt sein sollte, wirklich. So, gehen wir rein theoretisch von dem Thema aus. Ich bin Lehrer, ich sitze an meinem Tisch, die Klasse kommt rein. Ich sehe eine Schülerin reinkommen, die einen Spaghetti-Top trägt oder einen tiefen Ausschnitt, was weiß ich was. Und ich sehe halt einfach, wie die reinkommen und sehe die. Dann weiß ich doch schon, dass ich, wenn ich dann die fucking Mitarbeitsstunden und sowas mache, mich nicht an ihren Tisch hinstelle, so nämlich, an den Tisch hinstelle und ihr so in den Ausschnitt reingab. Hä? Was ist das denn?
Du kannst es doch einfach dann, du weißt doch dann einfach, was du meiden sollst, du weißt doch einfach, so, es fühlt sich doch niemand belästigt, wenn du die Person einfach anschaust mal kurz und dann so checkst, oh ja, warte mal, das soll ich nicht machen. Die Leute fühlen sich doch belästigt, wenn du so schaust. Dann fühlst du dich belästigt. Und das ist dann schon nicht mehr unterbewusst. Für den Lehrer, der da nicht hingucken wollte, aber jetzt irgendwie der Lehrer ist, der kurz in den Ausschnitt geguckt hat. Und da muss ich schon sagen, ich kann das auch irgendwie zum Schutz von beiden Parteien verstehen. Weil Schülerinnen möchten das nicht und ich glaube, Lehrer möchten das auch nicht unbedingt. Ja, dass da eine ungünstige Situation durch irgendeinen Zufall entsteht. Man hat sich nach der Tasche gebückt und hochgehoben die Tasche und dann hat man kurz in den Ausschnitt geguckt. Was auch immer. Und jetzt möchte ich euch noch einen Denkanstoß geben. Wir können auch mal in die andere Richtung extrem denken. Wenn wir an England denken, da gibt es Schuluniformen. Also da ist nichts... England ist übrigens auch das Land, wo mit Abstand die meisten verheirateten Frauen von ihren Männern krankenhausreif geschlagen werden. Mit Abstand. Weltweit. Möchte ich nur mal kurz anmerken, ja? Mit Kleiderordnung oder Kleiderrichtlinien? Nee. Uniformen, die teilweise auch massiv unbequem sein können. Also so ein Hemd und so eine Krawatte. England ist übrigens auch das Land, wo die Mehrheit der Bevölkerung dafür gewählt hat, aus der EU auszusteigen. Und auch Amerika und Amerikaner sind teilweise dumm wie Scheiße. Die hatten Trump als Präsidenten und haben jetzt einen dementen alten Joe Biden, ja? Weil es keine bessere Wahl bei denen gibt einfach, okay? Trotzdem haben die ein höheres Bruttoinlandsprodukt als wir. Sollen wir uns deswegen in allen Aspekten ein Beispiel bei denen nehmen? Nur weil es wirtschaftlich läuft? Ich denke eher nicht. Und ich muss sagen, da sind wir doch in Deutschland im Vergleich schon einigermaßen individuell und leger locker unterwegs. Auch hier habe ich euch übrigens mal gefragt, wie ihr das findet. Da haben 38% dafür gestimmt, dass sie Schuluniformen an Schulen eigentlich befürworten würden. Da habe ich aber so durch euer Feedback mitbekommen... Ich traue mir fast wirklich einen Finger zu wetten, dass der Großteil ihrer Zielgruppe nicht zur Schule geht. Da traue ich mir einen Finger zu verwetten fast. Also, wenn Leute dort schreiben, mir egal, dann wäre ich auch einer davon. So in die Richtung, weißt du? So, es gibt so viele Leute, die sich einfach die drauf scheißen würden und einfach sagen, ist mir egal, ich gehe nicht mehr zur Schule, juckt mich nicht. Das ist jetzt nicht wegen irgendwie Kleiderordnung oder so, sondern hauptsächlich wegen dem Thema Mobbing. Also es gibt halt die These, dass wenn man Schuluniformen hat, dass dann zum Beispiel Mobbing aufgrund von fehlender Markenkleidung oder ja Kinder, die sich anders kleiden oder so, dass das dann kein Thema mehr wäre, weil eben da nicht mehr ausgegrenzt wird. Ja, aber dann sucht man sich ganz einfach andere Punkte, in denen man mobben kann. Weil Mobbing ist kein Kleidungsthema. Mobbing ist ein Machtthema. Ich persönlich denke, dann wird man sich halt andere Sachen suchen. Also dann geht es um Schmuck, um Haarspangen, um ja, den Markenrucksack, den man dann besitzt oder nicht als Kind. Ich glaube, das ist dann nicht so 100% die Lösung. Aber das ist auch ein komplett anderes Thema. Wisst ihr übrigens, was auch ein Statussymbol ist? Wenn man diesen Kanal hier abonniert hat, ist noch viel cooler, als Markenkleidung zu tragen. Denke ich nicht. Also, warum Teenager immer mehr Haut zeigen, wurde jetzt in diesem Video nicht begründet und nicht beantwortet. Chillig. Das ist ein sehr, sehr fragwürdiges Video. Ich würde mal gerne Kommentare lesen. Ich wurde als Teenager oft nach Hause geschickt, obwohl ich genau die gleichen Klamotten von H&M hatte wie jeder andere, weil ich mehr Kurven hatte und fand es immer enorm unfair. Ich weiß nicht, wie man einen Dresscode fair gestalten könnte. Point. Ich als Schülerin finde das Thema ziemlich schwierig, weil ich irgendwie verstehe, dass man irgendwie angemessene Kleidung anziehen sollte, aber ich trotzdem denke, dass man die Freiheit haben sollte, das zu tragen, was man will. Based. Ich glaube, ein ziemlicher Aspekt ist, wenn man sich 12-Jährige selbst sexualisieren. Ich denke nicht, dass das bewusst häufig passiert. Es gibt Einzelfälle, gab es bei mir in der Schule auch. Aber das sind dann auch teilweise Leute, die halt einfach sehr frühreif sind. Weil speziell 12 ist bei Frauen ein Alter, wo du halt schon durchaus, wenn du sehr frühreif bist, aus der Pubertät draußen sein kannst. Und dann bist du einfach auf einem anderen Standard als viele andere von deinen Mitschülerinnen. Ja? Darf man auch nicht vergessen. Durch Social Media bekommen wir vorgelebt, wie Frauen Sex in die Kamera schauen und dabei irgendwelche Körperteile prominent zeigen oder wie sie anzüglich tanzen. Das ist ganz offensichtlich die Intention, das Ganze sexuell zu machen und dadurch wird es das auch. Ich denke, oft übernehmen auch jüngere Teens dieses Verhalten, ob bewusst oder unbewusst, und sexualisieren sich dann selbst. Ich rede dann nicht von bauchfreiem Top und Jogginghose, sondern von Hotpants und einem Top, das so kurz ist wie ein BH. Und dann ist es das, und da ist es dann für mich eine Grauzone, weil ich nicht weiß, wie das zu bewerten ist, wenn sich eine 12-Jährige ganz offensichtlich selbst sexualisiert und das in der Schule nach außen trägt. Wenn ich denke, das sollte ja nicht das Ziel von jeder darf sich so anziehen, wie er will sein. Außerdem ist das Problem ja im abstrahierten Sinne ist Kleidung nur Stoff, aber in unserer Kultur und Gesellschaft hat sie eine Bedeutung und eine Botschaft, die man mit ihr schickt, ja,
Das ist selber Punkt, wie was ich mit den Kappen geredet habe. Und die Frage ist dann jetzt, mal ganz extrem gesagt, wenn jemand in Ledernetzen Teil in die Schule kommt, ob das dann auch einfach okay ist, weil die Kleidung ist Kleidung. Naja, ist halt jetzt die Frage, wenn du Ledernetz und High Heels trägst, eben weil die Sachen einen fetischierten gesellschaftlichen Wert haben, wenn du dich aber ganz normal anziehst, also sprich, du trägst halt Ledersachen, aber hast halt keine Haut zu sehen so in die Richtung, oder auch mit Netz hast keine Haut zu sehen, sondern trägst drunter was, warum soll es nicht fein sein, ja? Oder ob diese Kleidung eine bestimmte Botschaft sendet, der man hinterfragen sollte, ob das so gut ist, dass diese minderjährige Person versucht, sie zu senden. Ich meine damit nicht, dass diese Botschaft rechtfertigt, in irgendeiner Weise die Person sexuell zu belästigen. Es geht mir nur hier um die Problematik und die Intention der die Klamotten tragenden Person. Das ist an sich ein gar nicht schlechter Punkt eigentlich. In der Schule gab es keine Kleiderordnung, allerdings musste mir mein Vater trotzdem einmal neue Kleidung kaufen, in die Schule bringen, weil mich meine Lehrerin abmeckerte. Ich musste im Klassenzimmer warten, bis mein Papa die neuen Sachen brachte, weil ich so nicht aufs Schulfest durfte. Ich habe ein Crop Top getragen, ein lockeres, an einem heißen Tag. Man hat meinen Bauch nur ab und zu gesehen. Ich habe mich umgezogen, ging zum Fest im Schulhof, die Jungs Oberkörper frei mit Wasserbomben werfen. Da hat keiner gemeckert. Das war okay. Aber bei den Mädchen auch nur ab und zu einen kleinen Teil des Bauchs zu sehen, sowas Verwerfliches. Yep. Das ist genau der Punkt, den ich auch so angesprochen habe. Ich bin Mitte 30 und in meiner Generation haben wir uns auch freizügig in der Schule gekleidet. Damals war Bauchfrei im Mode ebenso wie ein String, der aus der Hose schauen musste. Ja, exakt. Habe ich doch gesagt. Fand ich enorm cool. An der Schule gab es damals unter anderem Lehrer auch schon Diskussionen, weil Mädels mit Bikini-Oberteil und Flipflops in den Unterricht kamen. Das ist wild. Flipflops einfach geil. Habe ich aber, glaube ich, auch mal gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, keine Ahnung, das Video an sich... War da gerade ein Arsch? Okay. das Video an sich ist halt sehr katastrophaler, in sich gewirrter, nicht zusammenhängender Müll. Sendet keine Message, aber sie hat teilweise legit Sachen und Takes, aber zu einem großen Anteil halt auch leider nicht, was ich finde.